Hallihallo, ich bin Corinna Nitschmann von Cornet Filz und ich möchte dich zum Online-Sommerfilzen einladen. Was werden wir denn alles machen? Vier unterschiedliche Themen. Einmal ganz schnuckelig süße Frösche. Frösche gibt es natürlich auch im Sommer, beziehungsweise schon ab Frühling bis Spätherbst. Und wir machen bunte, lustige, niedliche Frösche. Und dann filzen wir auch ein paar Schalen. Du kannst die als Obstschalen verwenden oder eben einfach als schönen Dekor für deinen Raum. Wir werden doppelwändige Gefäße filzen und es ist sehr interessant, wie man dann dadurch eben am Design während der Arbeit noch viel ändern kann, was für Formen man da rausholen kann und wie man mit dem Muster dann noch rumspielen kann. Dann werden wir außerdem auch noch Pflanzköpfe machen. Das sind, sagen wir mal, Übertöpfe in Kopfform, wo eben die Pflanzen die Haare hergeben. Wir müssen dabei darauf achten, dass wir irgendwas mit dem absickernden Wasser machen, dass sie sehr stabil sind, weil es nicht einfach Übertöpfe sind, sondern eigentlich Büsten. Und die müssen ja oben im Kopfbereich schon einiges aushalten, was das Gewicht angeht. Und deshalb tricksen wir auch noch ein bisschen. Und da kann man natürlich auch ernsthafte und romantische und ganz lustige Köpfe damit machen. Zum Beispiel auch Männer mit Schnurrbart. Wenn es eben nicht eine hübsche Dame sein soll, die dann vielleicht Rosen auf dem Kopf hat. Und dann werden wir auch noch eine Raumschifffahrt machen. Und zwar liegt man ja vielleicht im Sommer öfters unter dem Sternenhimmel und das inspiriert doch mal dazu, einfach mal etwas zu filzen, das so ähnlich aussieht, beziehungsweise vor kurzem hat das Hubble-Teleskop auch ganz tolle neue Aufnahmen veröffentlicht und dies in Filz zu fassen, diese Galaxien und wolkenartigen Gebilde, die es dort zu sehen gibt, mit den blinkenden kleinen Sternlein. Das macht auch ganz toll Spaß und man kann viel mit dunklen Farben und dann eben mit diesen kleinen Lichteffekten arbeiten. Also, falls du Lust hast, dann mach mit. Nämlich, wenn du sonst keine Zeit hast, weil du im Urlaub bist, weil du gerade viel Arbeit hast oder was auch immer, natürlich wird alles runterladbar sein, alle Videos, die Zoom-Aufnahmen und auch die Fotoanleitung und du kannst dir alles dann anschauen später, wenn du eben dann dafür Zeit hast. Also teile es dir ein, wie du magst oder mach mit, wie die einzelnen Themen veröffentlicht werden. Ich freue mich auf dich. Tschüss!